Heute trennt sich die Review-Spreu vom Jan Weizsäcker. Der bin ich und neben mir steht ein fast 5 Meter langer Luxus-Performance-Kombi. Der 612 PS hat eine rein elektrische Reichweite von über 100 Kilometern und im vollen Namen Mercedes-AMG E53 4MATIC Hybrid T-Modell heißt. Habt ihr heute Bock auf ein Review? Dann bleibt genau jetzt dran, denn ich kann zeigen, was ich kann. Das Auto auch. Jesse kommt später mit dazu. Bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von der innerlich mindestens 500 Meter langen Jesse oder dem Kleinwagen. Ja, das bin ich. Abonniert den Kanal genau jetzt. Dann sehen wir uns morgen. Was machen wir heute zusammen? Wir werden über die Optik sprechen, über die Unterschiede zum Mercedes, über den Luxus im Innenraum, über den Motor, über die Leistungsdaten, über die Wettbewerber aus München und Ingolstadt. Habt ihr darauf Bock? Dann nicht vergessen, Kanal abonnieren und ihr folgt mir nach Sindelfing oder Affalterbach. Kommt mit. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich mit voller alpingrauer Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ich weiß, dass die AMGs sehr beliebte Leasingfahrzeuge sind. Und ich lache jetzt schon, weil ich habe so ein bisschen im Kopf gerade überlegt, wo fange ich dann an mit der Historie bei der E-Klasse? Mal dieses Mal nicht bei Adam und Eva, sondern bei der modernen E-Klasse. Und die gibt es seit 1993. Im Grunde in erster Generation. 2016 kam die 5. Generation auf den Markt. Die hat dann 2020, wie man das so macht in der Automobilindustrie, ein Facelift bekommen. Und jetzt hier 2023 kam die 6. Generation E-Klasse auf den Markt. Und wie man das bei Mercedes so macht, kam erst die Limo, dann das T-Modell, wie es hier steht. Dann kam der All-Terrain, den es ja nur als Kombi, also als T-Modell gibt. Und jetzt kommen die AMG-Variante hier, der 53er Hybrid, und der Antrieb passt eigentlich perfekt zu diesem Auto. Warum? Naja, der steht auf der MRA2-Plattform und ist angesiedelt über der C-Klasse, die Mittelklasse ist, und unter der S-Klasse, die Oberklasse ist. Also obere Mittelklasse. Ja, und der will halt eben ja einigermaßen Performance, Kompaktheit verbinden mit Luxus. Und das will der Antrieb auch, denn der schafft eine rein elektrische Reichweite von um die 100 Kilometern und hat dabei 612 PS. Finde ich sehr, sehr stimmig. Hier dabei haben wir das optionale Dynamic-Paket und da kommt dann aktive Motorlager dazu, ein elektronisches Sperrdifferenzial hinten, rote Bremssättel mit 390 mm Durchmesser vorne. Das Auto kann optional auch 275 km/h schnell fahren. Und ich habe mir so gedacht, beim Auto, was ja in Sindelfingen, in einem der modernsten Werke der Welt gebaut wird, was ist jetzt eigentlich das Wettbewerbsumfeld? Klassischerweise würde man sagen BMW M5 Touring oder Audi R6 Avant, aber im Grunde mit deren Antrieben, was ja reine Verbrenner eigentlich sind, sind das Dinos. Hier hat man was ganz anderes, was ich euch heute vorstellen werde. Und das Auto ist monsterlang. 4,95 Meter ist 1,89 Meter breit, 1,46 Meter hoch, hat 2,96 Meter Radstand. Riesig. Der CW-Wert liegt hier ja bei 0,28, also deutlich unter 0,3 etwa, während die Limo da drüben bei 0,23 als Mercedes liegt. Die Werte für die AMGs habe ich noch nicht genau. Da drüben Neidpaket 1, Neidpaket 2, drauf, Carbon-Paket haben wir hier alles nicht. Hier ist er im Grunde relativ stangenmäßig als AMG aus Affalterbach, während die normale E-Klasse 11 Lackvarianten hat, ist hier alpingrau, also eine Unilackierung drauf. Optional ist allerdings das schwarze Glasdach hier oben, was man auch öffnen kann, und an den ganzen chromfarbenen Elementen seht ihr halt, dass die Night-Pakete nicht drauf sind. Was serienmäßig vorne kommt, ist der beleuchtete Panamericana, also der riesige Kühler, Grill, Schlund mit den aufrecht stehenden Streben, mit dem riesigen Mercedes-Logo, sehr schön serienmäßig, genauso wie das Digital Light.
Das ist ein Matrix-LED-Licht mit 1,3 Millionen Mikro-LEDs oder Spiegel auf jeder Seite. Könnt ihr den Gegenverkehr ausblenden, Schilder abblenden. Ihr könnt ja Dinge auf dem Boden projizieren. Das ist für mich eins der besten Lichter, die ich bisher gefahren habe. Wenn man über einen Stoßfänger unten spricht, dann ist hier der A-Wing vorne drin, was spezifisch AMG ist. Und hier diese Öffnung außen ist auch größer gestaltet bei AMG. Also von vorne eine Portion Sportlichkeit, die sportlich ist, allerdings nicht prollig wirkt. Und das finde ich sehr wichtig, wenn man wie hinten diese Magno-Lackierung nimmt, vor allem dann in Dunkel oder die Night-Pakete oder das Carbon-Paket, kann man es vielleicht innen und außen noch ein bisschen böser machen. Ob das unbedingt sein muss, weiß ich gar nicht. Was sein muss, ist, dass ich euch an der Seite immer was zur Fahrwerkstechnik erzähle. Und da habe ich mit Mercedes gesprochen und gesagt, ey, was ist da alles drin? Und die haben gesagt, alles, was wir haben. Und ich so, Und dann hat mich überrascht, normalerweise kommt das T-Modell hinten serienmäßig mit einer Luftfederung. Hier jetzt das AMG Ride Control, Stahlfahrwerk vorne wie hinten. Während man beim T-Modell, glaube ich, als PHEV hinten keine Allradlenkung bekommt, hat man sie hier. Und die sorgt dann für einen Wendekreis, der eben nicht 12 Meter ist, sondern 11,1 Meter. Wie funktioniert das? Die Hinterachs kann entgegengesetzt der Vorderachs bis 100 km/h mit 2,5 Grad lenken. Über 100 km/h lenkt sie in die gleiche Richtung für eine höhere Spurstabilität. Ja, hier dann optional das Sperrdifferential hinten mit dabei und 360 mm hat die Bremse hinten, 370 vorne. Mit dem Dynamic Plus Paket kommt sie auf 390 und hat einen roten Bremssattel. Haben wir hier jetzt nicht drauf, sondern einen silberfarbenen Bremssattel. Und während die E-Klasse 18 bis 20 Zoll Felgen hat, hat der AMG 19 bis 21 Zoll Felgen. Und hier haben wir drauf 20 Zöller. Und wenn er dann mal weiter guckt, seht ihr hier Turbohybrid an der Seite. Und wenn er ein bisschen rausgeht, seht ihr halt, dass der Kotflügel vorne auf beiden Seiten 1,5 cm breiter ist. Also dieses Teil hier, während Wettbewerber teilweise dann nur so kleine Lippen machen, ist wirklich der Kotflügel im Blech hier breiter geworden. Genauso wie der Schweller hier unten ist in Schwarz abgesetzt, auch ein bisschen breiter. Spiegelkappe bei der Limo da drüben ist in Carbon, während sie hier in Wagenfarbe ist. Genauso wie die Fensterumrandung, bisschen ziviler, bisschen ja mehr Chrom da drin, was ich gut finde, weil als T-Modell finde ich es eigentlich fast schöner, wenn der nicht ganz so böse ist, weil das wirkt schnell auch ein bisschen albern. Türgriffe hier sind eingelassen, bin ich kein Riesenfan davon, muss ich euch ehrlich sagen. MRA2-Plattform bedeutet, der ist normalerweise hinten angetrieben, 4MATIC ist hier drin, also über eine Lamellenkupplung bekommt er die Kraft ganz flexibel nach vorne. Der Akku bei dem Auto sitzt hier hinten, nimmt etwa 155 Liter Kofferraumvolumen und fast 28,6 Kilowattstunden. Damit kommt ihr dann 100 Kilometer rein elektrisch weit. Und das Tolle daran ist, laden kann man den DC mit 60 kW. In 20 Minuten ist er dann von 10% auf 80% vollgeladen. Mit 11 kW braucht er 2,5 Stunden und an der Haushaltssteckdose irgendwie 8 oder 11 Stunden. Also über Nacht auf jeden Fall voll. Hier funktioniert es dann. Jetzt fast vergessen zu öffnen. DC und AC-fähig, sehr, sehr gut. Vor allem die Flexibilität mag ich ganz gern. Wenn man jetzt nach hinten geht, mag ich halt als Deutscher, als Allmann die Flexibilität von einem Kombi, vor allem von so einem großen. Ihr seht den großen Radstand, der verspricht viel Platz auf der Rückbank. Und naja, der Kombi verspricht viel Platz im Kofferraum. 600 bis 1800 Liter ist er groß. Das sind, glaube ich, 155 Liter weniger in jedem Aggregatzustand, wenn man eben dann den Plug-in-Hybriden hat, also in dem Fall. Ich weiß auch gar nicht genau, warum ich den euch jetzt schon aufgemacht habe. Jetzt habe ich so ein bisschen den Spannungsbogen nämlich genommen. Wir sprechen nämlich erstmal über die Optik hinten, beziehungsweise über den Tank. Der ist jetzt in dem Fall hier 60 Liter groß. Bei der E-Klasse als Plug-in-Hybrid ist er 50 Liter groß, während 66 Liter sind bei den Verbrennern. Und jetzt schauen wir uns mal die Leuchten an. Die sind ziemlich progressiv. Ich finde ja, die E-Klasse als T-Modell ist einer der schönsten Kombis, die ich kenne.
Sterne hier hinten drin, E53 steht da, Mercedes-Zeichen. Hinten ja ein bisschen hellere Chrommaterialien, seht ihr. Und unten eine doppelte Doppelauspuff-Endrohrblende, die sich in diesem zurückhaltenden, mit Chrom umrandeten Diffusor wiederfindet. Die Leuchte hier hinten ist keine Verbundleuchte. Entgegen der Limo haben wir keinen aufgesetzten Spoiler obendrauf. Dafür hinten einen Scheibenwischer und oben halt einen kleinen, allerdings nicht prolligen Spoiler. So, jetzt mache ich euch das Kofferraum-Volumen-Paradies auf. Ich würde euch eine Leuchte empfehlen, weil es doch ein bisschen dunkler ist in dem Studio. Und ihr seht den etwas höheren Aufbau hier, weil der Akku halt ein bisschen Platz braucht. Das heißt, ihr habt immer noch ausreichend Kofferraumvolumen aus meiner Sicht. Hier nochmal ja, so ein Netz unten, was ihr hier schön wegmachen könnt. Eine kleine Matte hier, die ihr auch drehen könnt. Allerdings könnt ihr das Teil hier nicht öffnen. Und dann gibt es hier, sehr schön, wie ich finde, ja diese, wie sagt man, Hutablage bzw. diesen Schutz. Ich mache es jetzt noch einmal zu, dass ihr seht, wie schön das da innen dann abschließt. Funktioniert dann auch nach oben hin. Das wollte ich euch nämlich zeigen, dass er schön nach oben fährt. Kann man auch hier runternehmen und die ganze Hutablage ausbauen. Und weil es halt bei so einem Kombi einfach wichtig ist, mache ich das jetzt mal für euch. Hier habt ihr dann noch das zweite Teil. Kann man dann hier rausnehmen. So ein kleiner Schutz, wenn man einen Hund hat zum Beispiel. Und hier könnt ihr dann die Rückbank umklappen. Im Verhältnis 2/3, 1/3. Wobei ihr auch die Mittelkonsole als Skifahrer nochmal umklappen könnt. Und wenn ihr nach oben schauen wollt, seht ihr das Glasdach. Solide verarbeitete Heckklappe da oben. Schaut es euch gerne mal an. Abschließen und hier öffnen. Das habe ich, glaube ich, in dem Video im Kofferraum dreimal aufgemacht. Tut mir ein bisschen leid, aber wir sind heute Morgen um 3 Uhr aufgestanden und das ist früh. Trotzdem hoffe ich, dass euch das Review einigermaßen taugt, denn wir haben ja auch ein bisschen Konkurrenz im Internet. Das bedeutet, wir wollen uns schon ja Mühe geben. Und jetzt guckt mal, wer sich auch Mühe gegeben hat, ist Mercedes mit dem Platzverhältnis hier hinten. Und obwohl der Sitz da vorne jetzt relativ weit nach hinten gestellt ist, habe ich nach vorne hin noch eine Faust, habe nach oben hin eine Faust. Monster viel Platz, das ist fast wie in der S-Klasse hier hinten. Völlig verrückt, ne? Plattformbedingt, da unten der Mitteltunnel relativ hoch, allerdings breit aufbauend. Nach vorne Lüftungsdüsen und Klimasteuerung. Das ist der Seriensitz von hinten, ganz nett eigentlich zum Vergleichen. Und die Sitze hier mit braun, schwarz, schön, geben kaum Seitenhalt und ich klappe euch hier mal um. Flexibilität vom Kofferraum ist natürlich großartig hier drin. Ne? Ihr habt auch eine Armauflage, die ich immer mag, wenn wir gefahren werden, weil ich finde es irgendwie schön, wenn man den Arm da drauflegen kann. Und Glasdach habt ihr euch angeschaut, ne? Genauso wie der dunkle Himmel. Jetzt komme ich mal raus und hier seht ihr wunderbar die Ambientebeleuchtung drin in Rot. Hier unten alles bezogen, genauso wie oben, diese Skateboard-Architektur mögen manche von euch, andere nicht. Burmeister-Anlage und hier neben meinen fast noch weißen Socken seht ihr die Einstiegsleiste. So, Fahrwerkstechnik habe ich euch, glaube ich, alles erzählt. Was wir jetzt machen, ist über den Motor sprechen. Und während manche ja mit dem größeren AMG-Hybriden nicht ganz zufrieden waren, weil sie gesagt haben, ja, der kleine Akku, die kleine rein elektrische Reichweite, verstehe ich nicht ganz, glaube ich, dass viele das Antriebskonzept insgesamt nicht so ganz verstanden haben oder keine Verwendung dafür haben. Das hier ist eine praktischere Version, denn die reine E-Reichweite von 100 Kilometern ist richtig gut. Und während die normalen Hybride bei Mercedes als Basis einen 2 Liter Vierzylinder haben, hat der hier einen 3 Liter rein Sechszylinder, der mit seinen 449 PS schon mal ziemlich viel performanter ist, was ja vielen AMGer Falterbach-Fans ziemlich wichtig ist. Und dazu kommt ein Neungang-Getriebe und in dem Getriebegehäuse ist integriert ja ein Elektromotor mit 120 kW, 163 PS und insgesamt schafft er es auf 585 PS. Jetzt sagen manche, Mensch, du hast doch in der Einleitung von 612 PS erzählt. Verarsch uns nicht, nicht mit uns, Jan. Ja, okay.
Also, wenn ihr das Dynamic Plus Paket habt und den Race Start, der da integriert ist, dann sind 612 PS 750 Newtonmeter und dann geht er hier in 4,1 Sekunden auf 100 mit dem Dynamic Plus Paket in 3,9, also 0,1 Sekunden langsamer als die Limo und wird 275 km/h schnell mit dem Drivers Plus Paket beziehungsweise 250 serienmäßig. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal rein, schauen uns den Innenraum an. Jesse kommt dazu, danach gibt es ein Fazit. Komm. Kommen wir zum Innenraum. Ihr seht es, der ist dunkel und hier ist nicht der Superscreen drin. Den Hyperscreen gibt es ja nur bei der S-Klasse oder beim EQS, sondern das serienmäßige Infotainment-System und Holzesche durchleuchtet, was ich finde, ist eins der schönsten Zierelemente und Materialien, was ich jemals in einem Auto gesehen habe, weil Holz so durchleuchtet mit dem Rot gefällt mir schon richtig gut und der serienmäßige Sportsitz ist auch hier drin. Nicht der Performance-Sitz. Für den Performance-Sitz dürft, müsst, sollt, könnt ihr in unser anderes Review mit der Limousine reinschauen. Das war jetzt Werbung in eigener Sache. Aber jetzt machen wir es mal so wie immer und sprechen über das Glasdach. Zweigeteilt, hinten und vorne die ganzen ja, Zierelemente bzw. die Ambientebeleuchtung innen seht ihr. Und während es eine Jalousie gibt, die allerdings jetzt ein bisschen langweiliger zu zeigen ist, mache ich euch das Dach jetzt mal auf. Das macht so ein halbes Cabrio-Gefühl, während es ja kein E-Klasse oder C-Klasse Cabrio mehr gibt, eben in Anführungszeichen nur noch den CLE als Cabrio und auch als AMG, ist das eigentlich echt eine Wohltat, würde ich sagen. Schließt auch schön und die Jalousie seht ihr jetzt hier, die fährt man nach vorne, aber ich glaube, wir brauchen tatsächlich ein bisschen das Licht hier drin, deswegen mache ich das jetzt alles einfach mal auf. So, sprechen wir über die Sitze. Seriensitz hier mit dieser, ich glaube, das ist eine Ledernachbildung. AMG steht oben, wirklich breite Backen an der Seite, zweifarbig, Kopfstütze schön verstellbar mit AMG-Wappen da oben, finde ich schon sehr gelungen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mal den Schwenk vorbei am Serieninfotainment, kaum zu glauben, am AMG ja in die Tür rein. Und erstmal toll ist, von der Beleuchtung her ist es eine Baby-S-Klasse. Allein schon die Beleuchtung in der Tür, die Sitzheizung, die Sitzkühlung in der Tür, der Verstellmechanismus richtig gut, Platz in der Tür, Burmeister-Anlage, ja, unten ausgekleidet, sehr schön. Haben wir eine Einstiegsleiste? Ja, AMG. AMG steht drauf, AMG Fußmatte ist eben auch da, Polsterung zum Knie hin, riesiges Handschuhfach mit einer Beduftung vorne drin, kann man auch unterschiedliche Düfte reinmachen. Ja, hier die Raute AMG, das ist schon wirklich schick. Ich glaube, ich habe die E-Klasse noch nie in Basis-Infotainment gesehen, hier ist sie als AMG. Unten dann für die wichtigsten Dinge Tasten und nochmal so ein Zierstreifen mit Licht drumherum. AMG hier, dann die Rückfahrkamera, hier alles zum Auto eben. Und jetzt mache ich hier mal auf. Erstmal induktive Ladebuchs. Zwei blau beleuchtete USB-C-Stecker. So sieht er aus, der Schlüssel. Schlicht, gut. Becherhalter hier in der Mitte. Jetzt mache ich hier mal zu, dann ist nämlich direkt aufgeräumt, wie der Schwabe in mir sagt. Hier ist noch mal ein bisschen Platz drin. Und jetzt würde ich sagen, holen wir sie mal rein. Ja, die Frau, die sich wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, bald ab Falterbach auf den Hals tätowieren lässt, als Gesichtstätowierung. Chassis. Sag mal, wie ist er, der Kombi? Wie gefällt er dir im Vergleich zum M5 Touring? Oh, das ist eine gute Frage. Also für mich ist E-Klasse T-Modell eines der schönsten Kombis und wir haben euch auch wirklich schon viele Videos gezaubert, weil ich es so gut finde. Gezaubert. Und wie ist er im Vergleich zum A6 Avant? R6 Avant? Moderner. Moderner, gell? So, jetzt sprechen wir über das Lenkrad. Natürlich AMG Lenkrad und dann gibt es noch in dem Dynamic Plus Paket eins mit Carbon, aber die beiden UFO-Tasten haben wir hier immer drin. Was ihr seht, hier ist eine kleine Taste, auf der ihr den Kofferraum hinten auf und zu machen könnt, was ich immer sehr, sehr praktisch finde, weil ich glaube, der AMG-Fahrer will nicht am Kindergarten aussteigen, oder? Macht man einfach hier aus. Der muss schnell weiter. Der muss immer schnell weiter, genau.
Riesiges Head-Up-Display oben haben wir. Die Beleuchtung geht einmal um die Kurve und das Lenkrad lässt sich elektrisch, natürlich, wie soll es auch anders sein, in alle Himmelsrichtungen einstellen. Und jetzt sprechen wir über das digitale Kombi da oben. Schön im Sichtfeld. Hier geht es dann immer wieder nach Hause zurück in der Ansicht. Assistenten sind hier unten. Und hier könnt ihr dann eben die Dämpfer einstellen oder durch Drücken das ESC aus- und anmachen oder AMG Dynamics rein oder den Sound präsenter oder weniger präsent. Und interessant ist, dass ihr das hier auch durchspielen könnt und dann ändert sich das auch hier in der Mitte. Sieht man das? Mhm. Und da sieht man dann auch, was sich ändert, wenn man hier durchspielt. Dann seht ihr nämlich vorne in dem Display, dass man das hier halt auch anpassen kann, beziehungsweise was sich ändert. Und hier die Fahrmodi: Sport, Sport Plus, Komfort, elektrisch. Battery Hold Modus gibt es. Da probiert das Auto so zu priorisieren, dass der Füllzustand vom Akku gehalten wird. Und jetzt schauen wir wirklich oben rein. Supersportansicht, sportliche Ansicht, klassische Ansicht. Die Navigation geht groß rein. Die Tesla Gedenkansicht hier mit den Assistenten. Oder ihr könnt das Ganze auch im Head-Up-Display machen. Da habt ihr eine minimale Ansicht, eine Standard, eine Supersport oder eine Race-Ansicht. Jetzt könnt ihr wieder runterkommen, würde ich vorschlagen. Ich mache mal Supersport rein. Hier seht ihr die Reichweite insgesamt. Da drüben die elektrische Reichweite. Man hat auch Schaltpedal fürs Neungang-Automatikgetriebe am Lenkrad. Ich bin sehr gespannt, wie er sich fährt. Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über das Infotainment. Was sagst du im Vergleich zum Superscreen? Fehlt dir deiner? Nee, ich finde das so sogar besser, weil das Holz gibt jetzt hier so eine wohnliche Note. Das hier ist übrigens, das kommt hier auch so richtig raus. Und das ist doch riesig, das braucht man braucht nicht mehr. Und fehlt dir in der E-Klasse der Hyperscreen? Mm-mm. Was man sagen muss, wir haben hier ein Tuch dabei, weil diese Screens hier zu filmen ist Horror, weil sie halt so schnell zu Fingerdoben neigen. Und jetzt erstmal hier. Dieses System hier ist toll, denn ihr könnt hier zum Beispiel Ladestationen euch anzeigen lassen und schaut mal, wie schnell das geht. Mit einer Schnellladefähigkeit von 60 kW ist das vielleicht auch wirklich eine Option, den rein elektrisch immer zu fahren. Ne? Dann habt ihr hier halt die Ansicht Apple CarPlay, Android Auto, könnt Medien verbinden, Smartphone natürlich oder USB-C. Hier habt ihr verschiedene Apps wie Shufflepuck, was auch immer das genau ist. könnt dann hier spielen miteinander. Ich habe das Spiel, glaube ich, bis heute immer noch nicht gecheckt. Gell? Also Games ich habt ihr hier drin. Genau, jetzt geht's wieder dran. Zurück. Quit, Jessie hat gewonnen, wie immer. So schnell geht's. So schnell geht's. Also Apps, habt Mercedes Pay, Carshow gibt es hier auch noch. Was ist Carshow? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Nein. Dann schauen wir uns das doch mal an. Wir kommen bei Carshow. Na, geht nicht. Aber vielleicht wisst ihr es ja. Oder zu einem späteren Zustand können wir das dann rausfinden. Sudoku, der Energizing Coach, haben wir alles gezeigt. Alles zum Komfort. Die Ambiente-Leuchte könnt ihr natürlich auch verstellen in der Farbe. Blau, könnt die Helligkeit einstellen. Könnt das mehrfarbig machen, wie bei so einer S-Klasse. Ich glaube, das ist immer deine Lieblingsansicht, gell? Mhm. Das ist schon, ich finde es cool, sage ich ehrlich. Alles zum Laden, Standard, Schnellladen könnt ihr programmieren, könnt auch euch dann anzeigen lassen, was es alles gibt, die Ladekappe öffnen oder sowas in der Art. Aber hier eigentlich am wichtigsten die Performance-Dinge. Energieflussanzeige, Antrieb, hier alles zum Fahrzeug, Motor und die IWC-Uhr. Wow. Die ihr entweder hier Start stoppen könnt oder, wie man das bei einer Uhr macht, auf der Taste. Schon cool, oder? Ja. So, und dann habt ihr hier einen Browser, wo ihr dann zum Beispiel wie bei YouTube oder so unsere Videos anschauen könnt. So, jetzt mal schnell, würde ich sagen. Haben wir so viel Zeit? Ja. So, YouTube. Wo bist du? Ja, geht jetzt nicht, aber ihr kennt ja unsere Videos. Abonniert sie einfach, ja, würde ich sagen, an der Stelle. So, AMG, dann nochmal hier. Da sprechen wir über die Modi vielleicht. Schneemodus, den intelligenten Antrieb, Fahrwerk, Efficiency Dynamic, Batteriemodus, der hält, elektrischen, Komfort, Sport, Sport Plus. Und hier steht für individual, oder? Nicht intelligent. Genau, ihr seid individual intelligent. Und hier das, was man halt im Lenkrad ändern kann.
Und genau, dann habt ihr hier noch die Kamera. Hätte Jessie jetzt ihre Tür zugemacht, wird man wunderbar sehen, wie sich das Auto dann dreht hier. Schaut euch nochmal an, könnt ihr da noch rauszoomen. Da hinten seht ihr die Limo, geht aber auch automatisch. Hier habt ihr dann nochmal so Shortwahlknöpfe oder Tasten zum Auto. Und was ich euch zeigen will, ist, wenn ihr mal nach vorne rausschaut, wenn man jetzt das Auto quasi ausmacht. Ja. So, damals. Ja, das war es doch wert. Das war es schon wert, oder? Also ich würde es wissen wollen. Jetzt würde ich sagen, machen wir ein Fazit. Oder wie Jessie sagt, zaubern euch ein Fazit. Tada. Was war denn das für eine Einleitung, Jan? Jetzt trennt sich bei so einer AMG E-Klasse die Review-Spreu vom Weizen. Was ist denn das für ein Quatsch? Ich will ihn euch jetzt mal einordnen in seinem Wettbewerbsumfeld um ja, BMW 5er Touring oder Audi RS6 Avant. Denn die haben wir euch ja alle hier auf dem Kanal vorgestellt. Ich kenne sie, ich bin sie gefahren, bis auf die E-Klasse als AMG. Und warum ist das Auto so schwer vorzustellen? Naja, eigentlich müsst ihr Sportwagen können und verstehen und gleichzeitig ja, Kombis in der oberen Mittelklasse und deren Luxusanspruch verstehen, beziehungsweise S-Klasse und AMG GT können. Ich will jetzt eigentlich gar nicht mich selbst loben, sondern das Auto. Und das ist natürlich krass. Ein so langes, fast 5 Meter langes Kombinationskraftwagenmodell mit bis zu 612 PS, mit dem Luxus, mit der Portion Sportlichkeit, sage ich schon. Ja, die Mercedes-Ingenieure haben mir gesagt, ey Jan, wir haben da an Fahrwerkstechnik fast alles reingebaut, was wir haben in unserem Regal. Und das stimmt tatsächlich. Ne? Allradlenkung ist zum Beispiel hier drin oder ein Sperrdifferenzial hinten oder das AMG Ride Control. Nur eine Luftfederung gibt es bei dem nicht. Die Kombination hätte ich auch ganz gern gesehen oder sie zumindest als Option gehabt. Der Luxus im Innenraum ist großartig. Großartig finde ich tatsächlich auch die Auswahl der Autos. Nicht nur farblich, weil ich glaube, das ist tatsächlich farblich sowas, was ihr gerne wollt, sondern auch hier ein bisschen mehr Basis, bisschen zurückhaltend, bisschen elegant, während es hinten ja schon ein bisschen mehr Sportlichkeit ist, ohne allerdings aus meiner Sicht brollig zu sein. Und wenn man jetzt über den Innenraum spricht, ist das ja einer der modernsten Innenräume, die ihr generell auf dem Markt bekommen können. In die gleiche Kerbe schlägt das Licht, in die gleiche Kerbe schlägt auch der Hybrid, weil während die Wettbewerber aus Ingolstadt oder München im Grunde Verbrenner-Dinos sind, die ich liebe, ich bin ja auch so ein Historiker, so ein Oldschool-Verbrenner-Typ, ne? Ich mag das ja sehr gerne, ist das hier die nächste Generation, ist das die moderne und damit den anderen eigentlich überlegen, außer man ist halt Historiker. Ja? Und jetzt würde ich sagen, sprechen wir mal über den Preis. Und während der hier in der Basismotorisierung bei 64.500 Euro begann, lag er dann mit dem Sechszylinder, mit dem 450er, bei ja, 88.000 Euro. Und ich habe gefragt, sag mal, AMG, das ist ja ein tolles Auto, aber kann ich mir den leisten? Ich hätte den gern einmal so mit nach Hause nehmen. Haben wir gesagt, nee, kannst du nicht. Also maximal noch den Kombi, weil da ist nicht so viel Extraausstattung drin. Und dann habe ich gesagt, ja, was kostet er denn jetzt? Und dann haben sie gesagt, 100 netto. Und dann habe ich gesagt, ja, ihr Schweine. Wo ist die Mehrwertsteuer? Mehrwertsteuer kommt natürlich noch drauf, die 19%. Und dann noch ein bisschen Extraausstattung. Allerdings könnte er dann vielleicht bei 130.000, 140.000 Euro landen. Verglichen mit einer S-Klasse als AMG ist es ja fast schon ein Schnäppchen. Die findet ihr übrigens auch bei uns auf dem Kanal. Wer auch ein Schnäppchen ist, ist Jessie, denn die gibt es jeden Tag um 17 Uhr umsonst mit einem Review bei uns auf dem Kanal. Abonniert den genau jetzt. Ach so, ich komme dann jeden zweiten. Ist auch gut, oder? Bis morgen.